Jausen, wir alle kennen diese tollen Meme-Videos aus dem Internet. Oben schwarzer Balken, unten schwarzer Balken, das Ganze im quadratischen Format. Alle lachen drüber, alle teilen das total gerne. Und ich zeige dir heute, wie du so ein Video machen kannst, wenn du Bock hast, mehr von solchen Dingen zu sehen. Abonnier schon mal meinen Kanal. Jeden Sonntag um 12 Uhr gibt es ein neues Video. Schau das Video bis zum Ende durch, weil mir wichtig. Lass einen Daumen nach oben da, weil mir wichtig. Und was dir wichtig ist, dich informieren zu lassen von mir, das gebe ich dir jetzt. Du stellst Fragen und ich beantworte sie. In der Frag den Dan Show. Als allererstes öffne ich mal mein Schnittprogramm. In dem Fall ist das bei mir Premiere. Jetzt mache ich erstmal ein neues Projekt auf. Ich nenne es mal Meme Test. Gehe auf OK. Jetzt sehe ich hier mein Schnittprogramm. Und ich habe hier so ein Video, das ist eigentlich 16 zu 9. Aber wir wollen das ja in dieses typische Meme-Format bringen, also quadratisch. Das passiert dann gleich. Aber erstmal ziehe ich das hier rein, importiere quasi das Video. Und erstmal muss ich jetzt eine Sequenz aufmachen. Und die soll ja quadratisch sein. Jetzt gehe ich erstmal auf Datei, neu, Sequenz. Und gehe hier auf Einstellungen. Beim Bearbeitungsmodus mache ich benutzerdefiniert rein. Dann gebe ich die Framegröße an. Ich mache jetzt 800x800, also ein quadratisches Format. Wichtig ist, dass man bei diesem Pixel-Seitenverhältnis noch quadratische Pixel angibt. Und jetzt klicke ich auf OK. Jetzt habe ich hier schon oben rechts, sieht man mein quadratisches Bild. Wenn ich jetzt mein Video hier reinziehe, wird er mich erstmal fragen, ob ich die Sequenzeinstellungen ändern möchte oder die vorhandenen Einstellungen beibehalten. Ich klicke auf vorhandene Einstellungen beibehalten, damit mein 16 zu 9 Video in diesen quadratischen Rahmen eingepasst wird. Jetzt sehe ich, okay, das Video ist irgendwie komisch reingemacht. Ich möchte das Video ja komplett sehen in 16 zu 9. Jetzt gerade eben ist es nicht 16 zu 9. Um das zu bekommen, klicke ich mit der rechten Maustaste hier auf mein Video unten und dann auf automatisch auf 100% skalieren. Und jetzt ist mein 16 zu 9 Video in diesem quadratischen Rahmen drin und ich habe sogar schon oben und unten einen schwarzen Balken. Da kommt jetzt mein Text rein. Dafür gehe ich auf Titel. Mache einen neuen Titel, einen Standardtitel in dem Fall, nenne ihn einfach mal Text. Drücke auf OK, jetzt öffnet sich hier die Möglichkeit, den Titel reinzumachen. Ich bin hier schon auf T, das heißt, ich kann reinschreiben. Ich nehme immer Impact als Schrift, das kann ich hier oben ändern. Und ich möchte in Weiß schreiben, deswegen gehe ich hier auf die Farbe, ziehe erstmal komplett ins Weiße und habe jetzt die Möglichkeit, hier reinzuschreiben. Boah, zum Beispiel, wenn du hier auf das Auswahlwerkzeug gehst, kannst du es hier auch noch beliebig verziehen. Ich will einfach nur, dass es mittig ist. Man kann es auch größer ziehen, indem man hier einfach am Rand, im besten Fall mit gedrückter Hochstelltaste oder Shift-Taste, keine Ahnung, wie sich das nennt, damit sich halt das gleichmäßig vergrößert und man es nicht irgendwie in die Länge zieht etc. Schau, dass es mittig ist und machen dann unten nochmal so einen Text rein. Boah, krass. Auch da verziehen wir das wieder dorthin, wo wir es haben wollen. Machen wieder auf mittig. Jetzt schließe ich ja dieses Titelwerkzeug. Sehe hier oben bei mir, wo die ganzen Dateien sind, die ich so einfügen kann. Also das Material sehe ich jetzt hier Text. Den ziehe ich dann einfach hier oben drüber. Verlängere das Ganze. So, warte, ein bisschen rein. Zoomen. Und jetzt meinen Text. Macht ihn so lange wie das Video. Und jetzt habe ich hier schon ein krasses Meme-Video. Ich muss das Ganze nur noch ausspielen, dafür einfach auf Exportieren gehen, Medien und dann benennst du es noch, kurz auf Exportieren und fertig ist der Lack. Man kann das sicherlich auch anders machen. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie ich solche kleinen Meme-Videos erstelle. Probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Falls ja, gib einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal. Jeden Sonntag um 12 Uhr gibt es hier ein neues Video. Wir sehen uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und Co. Einfach Dan mal eingeben und bis zum nächsten Mal. Peace.